Thank you.
allen Tagen, doch haben kein Ziel. Unser Klagen ist subtil, wie jede Figur in diesem Spiel. Wir sind in Seide gekleidet, die Würfel entscheiden, ob wir alles verlieren oder alles behalten. Was nützt uns dünne Seide in solch kalten Zeiten? Sie kann uns nicht warm halten. Deswegen müssen wir im Spiel des Lebens in Bewegung bleiben, es selbst gestalten. Wir beeinflussen alles mit unserem Verhalten, denn wir Menschen wissen um die Kunst des Meinungsspaltens. Wir sind nur ein Teil des Spiels. 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 Reife Frucht verdirbt, wenn man nicht nach ihr greift. Manchmal weiß das Gefühl, was der Verstand nicht begreift. Betrachte das Spiel nicht im Ganzen, sondern im Detail. Nimm die Seidentücher von den Augen und alles wird klar erscheinen. Du allein kannst die Zahl der Würfel entscheiden. Versuche Gefühl und Vision nicht zu vermeiden, sondern in deinem Kopf zu vereinen. Straße des Lebens ist gepflastert mit lockeren Steinen. Du wirst mit jedem Schritt ein Stück mehr reifen, ein Stück näher an deinem Ziel sein. Doch du kannst es niemals greifen. Manchmal ist das Leben chaotisch in geordneten Zeiten. Komisch und ironisch zugleich, doch ist es eins, an Lehren immer reich und unendlich frei, im kleinsten Detail sind wir alle gleich, ob arm oder reich, Bauer oder Scheich, nur die Farbe unserer seidenen Gewänder unterstreicht, in welche Schublade schmeißt. Nur ein Teil des Spiels. Nur ein Teil des Spiels.